Ich habe das Gefühl, als wenn in diesem Spiel Mr. Satan muss überleben. Okay. Reduziere Serds TP auf ein bestimmtes Maß. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hinten eine ganze Menge fehlt. Leck mich am Arsch! Ja, lass mich auch bewegen. Ich habe irgendwie das Gefühl... Lass mich zumindest aussprechen. Ich habe das Gefühl, als wenn in diesem Spiel eine ganze Menge fehlt. Also wirklich eine ganze Menge fehlt. Zwei Formen von Freezer. Freezer kann sich nicht verwandeln. Jetzt sind sogar die ersten beiden Formen von Cell nicht gezeigt worden. C17, C18, C16, Dr. Gero und C19. Sind alle nicht gezeigt worden hier. Jetzt haben wir Vegeta Super Saiyan Form gar nicht mitbekommen. Jetzt haben wir Trunks Auftauchen in dieser Zeit in Paro plus seine Super Saiyan Form gar nicht mitbekommen. Hier ist ja quasi die komplette Saga übersprungen, direkt zum Endboss-Fight. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen sehr lame, nachdem jetzt gerade eben schon die Sache mit der Verwandlung nicht so ganz cool war. Schade eigentlich, das Spiel hat sehr, sehr gut angefangen. Naja, mach mal Mr. Satan platt. Ich weiß, er darf laut Story nicht sterben, aber was soll ich machen? Bin ja auch gleich tot, wenn ich weiter reingehe. Arsch. Es hieß auf ein bestimmtes Maß reduzieren, es hieß nicht besiegen. Vielleicht reicht es ja noch irgendwie. Dazu müssen wir natürlich erstmal treffen. Und das haben wir nicht gemacht. What a mess! And you call yourself my... Mit Side Story? Meinst du mit Side Story die Parallelquests? Weil in der Parallelquest tauchten jetzt bislang immer nur Charaktere auf, die man in der Story bereits begegnet ist. Das heißt, die Parallelquests wurden ja immer dann freigeschaltet, wenn man in der Story vorangekommen ist. Und deswegen sollten eigentlich auch nur Mr. Satan, Cell und wahrscheinlich Cell Lilio, wenn ich ihn da eben richtig gesehen habe, in der nächsten Parallelquest vorkommen. Aber ich fände es auch merkwürdig, wenn das komplette Ginyu Force und sogar zwei kleine Kack-Soldaten von Freezer als Charaktere dabei hat, aber die ganzen Cyborgs nicht. Das wäre sehr strange. So, jetzt aber, bitte. Ja, super, direkt daneben. Er ist doch gerade voll durchgeflogen. Immer wenn ich angreife, macht er gerade irgendeinen Scheiß. Das ist ja... Der weicht allem aus, er schreckt noch nicht mal die ganzen Angriffe zurück. Das ist dem vollkommen scheißegal, ob man den treffen hätte. Ich hasse dich, Sir. Ich hasse dich so. Hier, das bringt, das macht dem gar nichts, wenn wir den schlagen. Aber unsere Superattacke, die zieht ihm ordentlich was ab. Okay, dann nimm nochmal Wochenende. Ich glaube, die erinnern sich auch immer wieder an uns. Als wir oft... Oh Gott, er macht einen Schlagattack und Super Kamehameha. Gut, der kann man gut ausweichen. Ist jetzt nicht so schlimm wie Freezers Todesball. Ich glaube, die erinnern sich immer wieder an uns, weil als wir auf dem Planeten Namek auf Son Goku und Co. gestoßen sind. Meinten die irgendwie sowas, es ist eher, also als wenn die sich wirklich an uns erinnert hätten. Okay,
Your silly little light shows and tricks won't work on me. Take this! So, hat doch funktioniert. If that's your limit, you have let me down. Naja, Saiyajins altern ja nicht so schnell. Wie hieß es in Dragon Ball GT? Saiyajins altern, also deren Körper altern nicht weiter, sobald sie den Höhepunkt, oder altern erst sehr spät weiter, nachdem sie den Höhepunkt ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit erreicht haben, damit sie auch auf ewig kämpfen können. Das hat Vegeta, glaube ich, mal erzählt in Dragon Ball GT, deswegen sehen Son Goku und Vegeta in Dragon Ball GT und Trunks und so auch noch relativ... Ja, Trunks, gut, der ist ja auch noch relativ jung, aber Vegeta und Son Goku sehen halt nicht älter aus, während Bulma und Chi-Chi schon relativ alt sind. Great, he's still alive. Next up is... What in the heck are you? Stop getting in my way! What? Mr. Satan kämpft aus dem Weg. Also Mr. Satan. Gut, dass wir ihn gerade gerettet haben. Also wir gegen Satan und Goku gegen... den guten Cell. That's a shame. I really want to save the best rats. Prefer Goku. Oh, selfie, splendid. Excellent. That'll be so much more fun if the contestants are evenly matched. Yeah, I think so too. Beat it! Take a planet with you! Aber bis Cell kann uns ja eigentlich egal sein. Unser Auftrag heißt es ja nur, besiegen Mr. Satan. Deswegen mache ich das auch einfach mal. Ich glaube nicht, dass mir so einfach gelingen wird, aber ich versuche es einfach mal. Was ich auch wirklich mache, ist eine andere Sache. Also. Nimm das, Mr. Satan. Das. Okay. Oh, nimm das. Natürlich macht die das keinen Schaden. Warum sollte die auch so eine super Attacke Schaden machen? Noch ein Crusher Ball. Okay. Oder ne, den auch nicht. Das werden wir wahrscheinlich drauf gehen. Jetzt zumindest starker daraus. Ah. Nein, ist vorbei. Noch nicht ganz, aber unsere Chancen auf den Sieg sind gerade ziemlich gering. Ja. What a mess! And you call yourself my... Hätte ich mal doch diese Heilungspimmik. Die vergesse ich jedes Mal auszurüsten. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile schon 4 Stück davon. Und ich vergesse jedes Mal meine Kack-Heilungspimmik auszurüsten. Ja, kenne ich. Der Anfang war nicht so ganz scheiße, glaube ich zumindest, aber danach
hat Mr. Satan einfach ein bisschen sehr stark aufgedreht. That's a shame. I really want to save the best for last. Gut, das sieht natürlich jetzt viel, viel besser aus als in der Versuch davor. Jetzt sind wir auch noch verlangsamt und machen ihm kein Damage mehr. Das läuft richtig gut. Jetzt werden wir es bestimmt schaffen. So. Excellent. So much more fun when the contestants are evenly matched. Yeah. So. I think so too. So. Die liegen am Boden, da bin ich gut verwundbar. Also natürlich total Sinn ergibt, wenn der Schutzlos am Boden liegt, dann kann man ihm kein Leben abziehen. Satan! Hasse dich! Ja, jetzt habe ich bestimmt noch voll die Chance. Das werde ich jetzt natürlich noch alles rumdrehen hier. Alles werde ich das jetzt rumdrehen. Der hat gar keine Chance. Oh, natürlich. Vor allem, wenn ich die Superattacke daneben haue. Oh Mann, hätte ich doch meine scheiß Heilungspin dabei. Dann wäre das überhaupt kein Problem, der Kackkampf hier. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Kämpfe noch kommen. Könnte natürlich auch sein, dass danach noch 80 Zellkämpfe kommen und ich da die Heilungspillen viel eher brauchen würde. Aber da ich sie nicht dabei habe, kann ich sie eh nicht benutzen. Das heißt, selbst wenn ich danach brauchen würde, könnte ich sie nicht benutzen. Ja, Satan, ich auch. Ja. Lass mich bitte einen etwas besseren Start haben als eben, aber sieht nicht danach aus. Warum? Ich kann nichts gegen den Idioten machen. Ich habe ihn immer noch kein Leben gezogen. Wir sind schon wieder halb tot. Kann ich bitte aufstehen? Läuft richtig gut. Ich gebe das Gefühl, je häufiger ich verliere, umso stärker wird er. Wieso sind wir jetzt auch verlangsamt? Beim ersten Mal sind wir nicht verlangsamt. Kann ich mal versuchen, so ein Goku helfen? Und dann hilft er uns. Vielleicht bringt's was. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Cell so einfach killen kann. Obwohl, er ist wesentlich einfacher zu killen als der Satan. Jetzt kämpft Goku gegen Satan. Aber jetzt kämpft er wirklich sehr, sehr schön. Und Cell kann man nicht besiegen. Cell ist unverwundbar. Wenn man ihn jetzt noch trifft, verliert er kein Leben mehr. Also Cell kann man nicht besiegen. Das funktioniert also auch nicht. What a mess. And you call yourself. Wir müssen Mr. Satan besiegen, das sagen die Regeln. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile auch handfeste Beweise dafür, dass den Kaiji immer noch besser ist als dieses Spiel hier. Also ich sage nichts gegen das Spiel macht durchaus Spaß und es ist auch definitiv kein schlechtes Spiel, aber es gibt wesentlich bessere Dragon Ball Spiele und ich verstehe nicht, warum man bis heute es nicht geschafft hat, mal wieder so ein Dragon Ball Spiel wie Tenkaichi zu bekommen. Es muss nicht dasselbe sein. Ich bin gegen Änderungen durchaus nicht unverschlossen. Was hat er jetzt schon wieder gemacht, dass unsere Attacke nicht mehr einsetzbar ist, ich nicht mehr bewegen kann und wir keine Ausdauer mehr haben? Ich habe keine Ahnung, was der gerade eben gemacht hat, aber ich darf mich erst jetzt wieder bewegen. Und schon haben wir wieder Hälfte unseres Lebens verloren und er noch gar nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Wird er in jedem Kampf stärker? Je öfter ich verliere, umso stärker wird er. Darf ich irgendwas machen? Wieso?
finde das auch krass, dass der einfach jede Combo von uns instant unterbrechen kann. Und wenn der einmal eine Combo macht, dann muss ich warten, bis sie vorbei ist, weil ich kann währenddessen nichts machen. Ich kann einfach nur zugucken, wie der seine Combo auf uns raushaut, während er einfach, sobald ich mit der Kondo anfange, kann ich die instant unterbrechen. Also wenn ich fast tot bin, dann läuft's immer. Wenn ich fast tot bin, dann kann ich nicht immer schon Damage machen. Dann bringt mir das auch nichts mehr, liebes Spiel. Ja, es läuft nicht schlecht jetzt gerade, bringt mir aber nichts. Weil ich mit dem nächsten Schlag tot bin. What a mess! And you call yourself my apprentice? Ja, ich habe diese komischen Zurückschlagattacke auch, aber die kann ich nicht einsetzen, während er eine Attacke macht. Während er die immer einsetzen kann, während ich eine Attacke mache. Ich habe das schon ein paar Mal probiert, aber meistens, wenn die in der Combo sind, dann kann ich keine Attacken machen. Auch nicht solche Spezialattacken. Ja, sei ruhig. Wenn ich jetzt am Anfang mal so schön laufen sollte wie am Ende, dann können wir den auch besiegen. Aber am Anfang geht er immer so krass ab, dass ich nichts machen kann. Battles are so much more fun when the contestants are evenly matched. Yeah, I think so too. Nimmst du das jetzt bitte? Dass ich am Ende stärker werde, dass ich mehr Damage mache bei ihm, das liegt daran, dass ich die Z-Zähler ausgerüstet habe, dass ich mit wenig Leben mehr Damage mache. Das ist klar, aber es läuft halt am Ende einfach... Er kämpft halt am Ende einfach immer schlechter, kommt mir zumindest so vor. Ich treffe ihn am Ende einfach viel, viel häufiger als am Anfang des Kampfes. Weil siehst du, jetzt blockt er halt noch alles ab und sobald ich fast kein Leben mehr habe, blockt er halt eigentlich gar nicht mehr. Wenn er mal von Anfang an nicht blocken würde... Hier, ich komme gar nicht an ihn ran jetzt gerade. Und sobald ich noch so wenig Leben habe wie jetzt... kann ich ihm plötzlich auf Kombos geben. Das ist ja fast so mega verwirrt. Als wenn das Spiel extra so einprogrammiert hätte, so, jetzt wollen wir nicht ganz so doof aussehen lassen. Jetzt machen wir den Computer mal ein bisschen schwächer, aber nicht so schwach, dass er gewinnen kann. Ja, wenn ich jetzt treffe, dann könnten wir gewinnen. Ich treffe auch. Ja. Na also. Aber es hieß nicht Finisher, das heißt, der Kampf ist noch nicht vorbei. Doch, Finisher. Okay, vielen Dank. Puh, was macht Sal jetzt? Mehr als 5 ultimative Treffer. Und das dritte Level gestiegen. Ich kann hier allerdings leider nicht leveln, das heißt, ich muss ohne... Leveln weitermachen. Also nicht skillen, meine ich natürlich. Mr. Satan bei den Cell-Spielen. Besiege was? Ich hab den gerade besiegt. Ich hab den gerade besiegt. Och nee. Wird er durchgehend wiederbelebt? Alter, der ist noch krasser als eben! Der ist noch schlimmer! Er ist tatsächlich noch krasser drauf als gerade eben. Der macht noch mehr Damage und hält noch mehr aus. Ist ja zum Glück nicht übertrieben oder so. Ah.
Vor allem, was ist das für ein Scheiß, dass man zweimal hintereinander gegen denselben Typen kämpfen muss? Kann ich Cell diesmal zumindest besiegen? Dass Son Goku uns helfen kann? Wahrscheinlich nicht. Weil es dann wieder gegen die Story wäre. You really are. That's it. I quit. Mm. Go on. It's your turn, son. What? What? That fool? What is he saying? Is he trying to get his own son killed? Oh, da unten. Oh, you're joking. Of all the people you Gohan. Das kennen wir ja bereits. You can do it, Gohan. Du hast damals Mr. Satan nicht mitgemacht hat. Me against Cell. You can take him, Gohan. Beat him and bring peace back to our world. You want to grow up to be a scholar, right? All right, I'll try. Beat it. Take your planet with you. Impressive goal. I sense a very strong power in you. Cell ist eh schon tot, aber er kann wieder nicht sterben. Sieht man ja am Leben. Gohan haut gerade ordentlich drauf, aber Cell kann wieder nicht sterben. Bedeutet, es bringt nichts, auf Cell zu kloppen. Auch nicht, wenn Son Gohan reinkommt. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Vielen Dank. Dann also irgendwie Goku killen. Wie auch immer. Goku killen, sag ich schon. Satan killen, natürlich. Ich hasse dich so, ne? Ich hasse dich so! Du bist das schlimmste Etwas, was ich jemals gesehen habe. Der erinnert mich ja schon fast an den Finalkampf aus Dragon Ball Z Budokai. Also im ersten Budokai-Teil. Da gab es nämlich noch keine Schwierigkeitsgradseinstellungen. Der finale Kampf gegen Cell mit Gohan. Oh Mann, der war damals so krank. Zumindest für mich. Ich muss dazu sagen, ich war damals noch relativ jung. Das war eines meiner ersten wirklichen Videospiele, die ich damals auf dem Gamecube gespielt habe. Das zweite Videospiel, das ich jemals auf dem Gamecube gespielt habe. Und ich war damals noch ziemlich schlecht im Videospiel und ihr wisst gar nicht, wie lange, wie ewig ich an dem Kampf saß. Ich weiß natürlich nicht, ob er wirklich so schwer war oder ob ich damals einfach nur so scheiße war. Aber ich saß damals ewig an dem Kampf. People, you choose go. You can do it, Gohan. Me against Cell. So, ach, Mann, Satan, wehr dich immer alles ab. You want to grow up to be a scholar, right? So, so. Alright, I'll try. Hallo, da bin ich ja wieder gewesen. Danke. I sense a very strong power. Boah, jetzt hat mich Cell getroffen, ernsthaft. Natürlich trifft er mich, obwohl wir beide gleichzeitig schlagen, trifft er mich und ich ihn nicht. Keine Ahnung, wie lange ich noch streame, solange ich noch Lust habe. Im Moment habe ich noch Lust. Stirb! Ja! Was ist das jetzt mit Satan? Bitte lass es das gewesen sein. I know you've got more than that. Wieder mehr als 5 ultimative Angriffe, weniger als 10% Leben übrig. Boah. Er steht wieder, aber er scheint nicht mehr böse zu sein. Deswegen braucht man nicht weiter draufkloppen. Ja, gut. Kommt jetzt her. Bitte. Will nicht nochmal gegen... Ja, jetzt scheint Cell die böse Power zu haben. Oh, jetzt kommt erstmal Cell Junior.
Son Gohan gegen Cell Jr. Besiege 6 Cell Jr. Cell Jr. Und dabei darf keiner drauf gehen. Obwohl, die müssen ja drauf gehen, ne? And now, it's your turn. No way! Damn it! Cell Jr., they're stronger than they're supposed to be. Please, you have to protect everyone. Be careful! These guys are incredibly strong! I'm sorry, you simply... Soll 6 davon killen? 6? Sure, they look smart, but remember, 6? They are still my... Ich bin froh, wenn ich einen davon down kriege, ja? Leck mich am Arsch! Ja, wow, hat kein Damage gekriegt. Hoffentlich machen die Anzu und Tenshin Han ordentlich Damage. Aber eigentlich haben wir jetzt schon über die Hälfte unseres Lebens verloren, also eigentlich müssten wir jetzt auch schon mehr als 3 davon besiegt haben, sonst sieht es schlecht aus. Wir haben noch nicht mal einen besiegt. So. Den haben wir aber gleich hier. Okay, Nummer 1 ist down. Okay, die anderen haben noch volles Leben. Geil. 6 Stück, kein Problem. Mach ich mal eben so. Details and knowing little brat trunks are evenly matched, and Goku is completely at peace and in serious danger. I'm sorry! It wasn't supposed to be like this! Everyone's gonna die! So. If I really do have the power in me, then I have to figure out a way to bring it out! Ich habe einen von Siegen, ich muss 6 besiegen. Wie soll das gehen? Wie zum Teufel soll das gehen? Ich habe alle Missionen gemacht, in denen ich leveln kann, aber ich bin durchgehend underlevelt in diesem Spiel. Kommt mir zumindest so vor. Ich habe bislang seit dem Freezer-Endkampf, ich sag mal, die beiden Kämpfe nach Freezer waren noch okay. Also nach dem ersten Freezer, aber Freezer und der Kampf davor und der Kampf gegen Nappa, da bin ich ja durchgehend underleveled. Also dieses Spiel zwingt einen quasi dazu, Nebenaufgaben immer und immer und immer und immer wieder zu machen. Nur damit man stark genug wird, oder wie? Das wäre doch aber irgendwie ziemlich langweilig, also für mich persönlich ist es ziemlich langweilig, wenn ich immer und immer und immer wieder dieselben Nebenaufgaben machen kann, muss. Nur um dann zu leveln, um dann eine Aufgabe in der Story machen zu können, um dann wieder 5 Nebenaufgaben 8-mal machen zu dürfen. Damit ich wieder stark genug bin, um die nächste Story-Mission zu machen. Nö, ich habe alle Fähigkeiten, die ich bislang habe, glaube ich, reingepackt. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung. Nee, ich habe die stärksten Fähigkeiten, die ich habe, drin mit Wochenende, Gallico und Crusher Ball. So, hauen wir mal raus. Geil, nicht getroffen. Jans. Was? Leck mich am Arsch. Cell Junior. Diesmal besiegen wir dich mit mehr Leben als eben. Aber du bist trotzdem nur Nummer 1. Dann halt nicht. Also, das sind, ich will dich gerade abschießen. Und du schießt irgendwie selber was, das ist aber nicht so abgemacht gewesen. Ich treffe ihn doch eh nicht. So, hier vorne treffe ich ihn. Ich arbeite nicht, ich studiere. Also, ich arbeite noch nicht. Ich bin momentan ein Student.
I'm sorry. It wasn't supposed to be like this. Everyone's gonna die. I really do have the power in me. Then I have to figure out a way to bring it out. Das finden wir jetzt aber auch ohne unsere Superattacke einzusetzen, hoffentlich. Jawohl. Zwei haben wir. Leider schießt unser Kackfigur in die komplett falsche Richtung. Deswegen kriegen wir den dritten wahrscheinlich gar nicht. Gott. Okay, immerhin das gesessen. Ich möchte zumindest noch den dritten Cell hier besiegen. Weil ich denke mal, dann werden wir wahrscheinlich mit anderen Kameraden hier kämpfen. Zumindest doch den einen hier besiegen, komm schon! Nein! Ah! Stirb! Du Kacksel Junior! Okay, macht ihr das lieber? Ich habe Angst. Na, killt ihn bitte, killt ihn bitte. Könnt ihr ihn jetzt bitte... Was macht ihr beiden da eigentlich? Ihr seid zu zweit! Nein, man kann Ki nicht aufladen. Ki kann man nur aufladen, indem man Gegner trifft. Und das ist mir ein bisschen zu riskant, jetzt auf ihn drauf zu springen. Wenn ich beim nächsten Hit sterbe. Jetzt schlag doch mal drauf! Tenshi, dann den Schubutsu, seid ihr eigentlich da? Boah, dann halt nicht! Dann machen wir das halt. Mann! Suan ist auch stärker geworden? Ja, Suan Guan, wenn du auch böse Energie hast, dann mach du mal bitte die drei Juniors platt, die ich noch besiegen muss. Will das Spiel mich eigentlich verarschen? Muss ich jetzt alleine gegen 13 Juniors kämpfen? Jetzt sind Tenshin An und Chaozu nicht mehr... Tenshin An und Chaozu vor allem.